Wirklichkeit, dass sie in dieser alten Situation stecken, sowohl emotional als auch geistig in ihrem ganzen Wesen. Ich weiß nicht, ob sich irgendein Mensch vorstellen Part kann, two in a dark one. Für mich ist es fair. Some information from Dr. Keith. Dann sagt man mir, da haben wir dran gedacht. One planet. Das stimmt. Part two, check it out. Das Problem mit dieser Befreiung ist nur, dass sich diese Menschen gar nicht trauen würden, das zu tun. Und sie einfach, zumindest zu Beginn war es noch so, der Willkür der Leute ausgeliefert waren, ob sie mit der Straßenbahn fahren durften oder nicht. War reine Willkür. Der Schaffner durfte das entscheiden. Und wenn da jemand drin saß, der sagte, ich habe Angst, muss dieser Mensch draußen bleiben. Diese Menschen, die das erlebt haben, die haben so viel Ablehnung, so viel Hilflosigkeit erlebt. Und auf einmal werden sie dieser Konstitution wieder konfrontiert. Wenn die Leute in den Supermarkt dann gehen und einkaufen waren und irgendwie da reingekommen sind, weil sie da vorbeigelassen wurden, mussten sie sich die Blicke dieser anderen Menschen ertragen. Und viele Menschen, da kann man sagen, da können die Politiker nicht viel. Ja, eben doch. Die haben denen so viel Angst gemacht, dass die älteren Menschen... Wie ich vorhin bereits erzählt, diese alten Dame, wenn die jetzt jemanden sieht, der Supermarkt ohne Maske einkauft, die denkt ja, der will sie umbringen. Also gehen diese Menschen eben nicht mehr, auch trotz ihrer Befreiung, nirgendwo mehr hin. Aber das Drama dieser Menschen ist ja leider noch nicht zu Ende und da merkt man, wie weit man eigentlich immer denken müsste über seine Entscheidung. Wir hatten einen Aufenthalt in Kliniken geplant, damit sie endlich mit ihrer Krankheit weiterkommen und endlich ein besseres Leben führen. Diese Kliniken wurden geschlossen, sodass sie da gar nicht hin konnten. Und nachher war es dann so, dass es auf einmal in den Gruppen, wenn die Kliniken es wieder aufhaben, was gab? Maskenpflicht. Das heißt, auch wieder konnten diese Menschen da nicht hin. Die Leute sind verzweifelt. Die haben ein Jahr geplant in ihren Familien, dass sie jetzt endlich da weiterkommen konnten. Und mit dieser Maßnahme war das für die auch wieder nicht möglich. Jetzt mag man sagen, das sind Einzelfälle und fürs Gesamtwohl ist vielleicht das mit diesen Masken tragen ganz sinnvoll. Dann hätte ich auch wirklich von ganzem Herzen Verständnis dafür. Das Problem ist nur, das ist, so berichtet die WHO, und das sind wegen ihrer Impfpolitik echt nicht meine Freunde, das ist... Es ist keine Evidenz für einen Nutzen dieser Maske. Man muss sich das vorstellen. Es gibt keine Evidenz, dass irgendwas durch das Tragen dieser Maske besser wird. Wir haben nicht weniger Tote, weniger Fette, nichts. Ja? Also, so schnell bin ich nicht im Leben, sorry. Also bis vorgestern war das noch. Ja, ja. Ist ja süß. Aber was ich finde, was dem Ganzen wirklich den Wahnsinn aufsetzt, ist die Geschichte, die ich dann gar nicht verstehe. Also, wenn ich der Meinung bin, das Tragen dieser Masken trägt zum Allgemeinwohl der Menschheit bei, dann soll man es auch konsequent machen. Wieso? Wieso erlaubt man Stofftücher? Wo man jeder weiß, dass dieses Stofftuch überhaupt kein einziges Virus aufhalten wird, was überhaupt wirklich gar nichts bringt. Wahrscheinlich selbst die WHO-Virologen, wenn sie sagen würden, ja, das bringt wirklich nichts. Halt. Ja, genau. Und da sind wir bei dem Punkt, genau bei dem Punkt, nämlich, da hat so ein netter, härtiger Professor, der sich das alles auch mal angeguckt hatte, in einer Zeitungsartikel geschrieben, es klingt sehr plausibel, es klingt gut und logisch, dass wenn ich das tue und da irgendwas passiert, ich weniger Infekte habe. Nur Plausibilität habe ich in der Medizin schon seit ganz langem kennengelernt. Leider. Zum Beispiel, wenn man in der Krebstherapie ist, dann klingt es plausibel, dass wenn ich eine Chemotherapie mache, der Tumor kleiner wird, klingt es plausibel, ich denke, das wäre eine gute Handlung. Doch leider sterben die Leute genauso schnell und es hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Überlebenszeiten gehabt, außer, dass sie unter den Tagen der Therapie noch mehr gelitten haben als vorher, sodass ich eigentlich nicht viel erreicht habe. Deshalb bin ich kein Freund von Plausibilitäten in der Medizin. Also entweder es gibt eine Evidenz und dann soll man sich dran halten oder eben nicht. Thank you.
Hinweis dafür, wo wir bei dem Erbfaktor waren, der gezeigt hat, das war eigentlich alles schon vorher relativ geklärt, bevor das alles kam, ist auch der Vergleich der Länder untereinander. Es müsste ja, wenn diese Maßnahmen also sinnvoll wären, in den Ländern, die diese Maßnahmen getroffen haben oder strikter werden, bessere Ergebnisse geben. Und in den Ländern, die das nicht gemacht haben, schlechtere Ergebnisse. Das ist leider nicht so. Auch das ist wieder eine schöne Idee, die aber nur zeigt, dass eben dieser Einfluss dieser Lockdown-Maßnahmen extrem gering ist. Länder wie Italien und Frankreich haben deutlich schlechtere Zahlen als Schweden. Und Schweden ist nun mal in Europa der Staat, der da am lockersten mit umgegangen ist im Endeffekt. Jetzt vergleichen wir uns mit Schweden, da sehen wir etwas besser aus. Die Frage ist, warum? Weiß auch keiner. Und auch in Deutschland sind ja die Zahlen bei härteren Maßnahmen wie in Bayern nicht besser als in anderen Bundesländern. Von daher können diese Maßnahmen nicht der Grund dafür sein, dass wir das Ganze so gut überstanden haben. Ein Problem von Anfang an ist, erst wenn ein Impfstoff gefunden wurde, können wir wieder zur Normalität kommen und wir können nichts tun. Ja. Ich glaube, man betrachtet da irgendeine Erkrankung einfach viel zu wenig. Zu einem Ausbruch einer Erkrankung gehören mindestens drei Faktoren. Der Virus, der Mensch und eben seine Umwelt. Ja, Behandlung auch. Und wenn sie nichts tun, so hat ein Chef aus einer Klinik, Dr. Schmiegel, relativ schnell schon veröffentlicht, was man alles Gutes tun kann. Man kann Vitamin C, D, Spurenelemente, Omega-3-Fettsäuren, alles, was an psychischen Dingen dazu beiträgt, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen, alles das trägt dazu bei, dass dieser Infekt besser für mich verläuft. Aber das ist genau das Gegenteil von Angst und Panik. Am Beispiel von Vitamin C finde ich das so schön. Da hat eine uns allen bekannte Ärztin dann gesagt, das sind alles Fake News und das bringt überhaupt nichts. Dann haben halt in Amerika ärztlich nichts mehr zu helfen wussten, einfach hochdosiert Vitamin C Infusion gegeben und haben gesehen, dass es für die Patienten doch einen unglaublichen Nutzen hat. Wie schön wäre es gewesen, wenn unser Gesundheitsminister am Anfang, statt zu sagen, wir können nichts tun und warten auf diesen unsäglichen Impfstoff, erzählt hätte, dass wir eben ganz viel tun können. Es gibt zum Beispiel Hinweise darauf, dass pflanzliche Ernährung, der überwiegend pflanzliche Ernährung, positiv auswirkt. So gab es in Dänemark und auch bei Brücher Benner während der spanischen Grippe eben viel weniger Tod. Auch das hätte man bedenken können, wenn man uns schon immer mit dieser zweiten Welle des spanischen Grippe droht. Heute habt ihr gehört von dem Dr. Fliedner, der Impfstoff, dass vegane Ernährung und kein Tier zu schaden kann euch sogar stärker machen gegen dieses, was auch immer, Panik, die rumläuft. Also ernährt euch pflanzlich, Leute, schadet keine Tiere. Jo. Aber weiter zu, was der Doktor sagt. In manchen Jahren im Durchschnitt 21%, das ist nicht viel. Aber wenn ich das dann runterrechne auf ältere Patienten, die ich nun alles schützen will, dann liegt das bei 5%. Das hört sich für mich nicht wirklich nach einem super toll wirksamen Medikament an. Aber trotzdem versucht man jetzt, Impfstoffe in Schnellzulassung in 18 Monaten durchzupushen, damit diese schnell zugelassen werden, endlich geimpft werden können. Normalerweise brauchen die Entwicklung 5 Jahre für einen Impfstoff, um sicher zu sein, was für Nebenwirkungen, Langzeitschäden, wie zum Beispiel Krebsentstehung, entstehen können. Zumal es sich hierbei um ein neues Verfahren handelt, nämlich die Messenger-RNA-Impfung, zu der es zurzeit keinen einzigen zugelassenen Impfstoff für Menschen gibt.
die Risiken völlig unüberschaubar sind und bei Katzen es bei einem ähnlichen Virus durch die Impfung zu schweren Lungenschäden gekommen sein sollte. Aber am besten bei der ganzen Geschichte finde ich dann noch, dass nach dieser Schnellzulassung man nicht überschauen kann, wie hoch die Risiken sind, der Staat, also wir alle, die Schäden zahlen sollen. Also überstürzt formuliert ist das zurzeit so, so empfinde ich das. Jo Leute, ich finanziere Teil 1, die Vorschrei von dem Infostand im Dorfverbund. Danach ist geimpft, erleide einen Schaden. Ich hoffe, es hat jemand ein bisschen informiert. Ich entschädige diesen Schaden schadlich für meine Steuern und für den Staat dann selber. Ja, bis zum nächsten Mal. Like, share, subscribe, give a comment. And big up on yourself, stay strong. In der GDI an die Idee, die ich bekommen habe, nämlich soll es nicht schaden. Man muss eben eine eindeutige Nutzen- und Schadenausgleich oder Bewertung stattfinden.